Hallo. Heute mal ein Blog. Blog deshalb, weil ab und zu die Leute fragen, warum schaltest du einige deiner Videos mittlerweile als Creative Commons, was heißt das überhaupt, Namensnennung, Wiederverwendung erlaubt. Die Creative Commons Lizenz bedeutet Folgendes. Andere können dein Google Video kopieren, verbreiten und abgeleitete Werke daraus erstellen, allerdings nur, wenn sie dich namentlich nennen. Dein Google-Video wird im Video-Editor von YouTube verfügbar sein. Gut, hat folgenden Hintergrund. Ich denke, oder ich hoffe eigentlich, dass ihr selber drauf kommt, viele möchten meine Videos vielleicht auch mal in anderen Sprachen hören. Ich bekomme dann zum Beispiel Kommentare, make this in English, please, oder ähnliches. Jetzt könntet ihr doch mal auf die Idee gekommen sein, ich mach doch mal eine Kopie von diesem Video, das ihr gerade seht. Und kopieren wir das. Namensnennung ist ja gewährleistet, steht ja in, ich sag mal, 99% meiner Videos mein Name drin. Und dann sprecht ihr das doch mal auf Englisch, ladet das bei euch hoch, zitiert vielleicht dieses Video, dass ihr das dürft. Und dann haben wir das auf Englisch. Und ich bitte dann darum, die entsprechenden Videos, die ihr dann hochgeladen habt, die ihr nur die Audio-Tracks getauscht habt, dann als Video-Antwort an mein Video zu senden. Dann weiß ich, aha, da hat sich jemand die Mühe gemacht, eine englische Version zum Beispiel zu machen von meinem Video. Ich sehe das dann, genehmige das dann. Damit sind wir lizenzrechtlich schon auf der sicheren Seite. Sollte mir das aus irgendeinem Grund nicht gefallen oder wie auch immer, macht es doch am besten so. Ladet das Video privat erstmal hoch, privat. Und dann kann man hier den YouTube-Namen eingeben, zum Beispiel The Rack Runner. Dann könntet ihr das Video nur mir zeigen, erstmal fragen, darf ich das, wie auch immer. Und wenn ich dann sage, ist in Ordnung, dann macht es halt öffentlich, das könnt ihr im Nachhinein bearbeiten. Oder ich sag, aus irgendeinem Grund gefällt mir das nicht, sei so gut, nimm's wieder raus. Dann macht ihr vielleicht eine neue Version, die mir anders gefällt oder wie auch immer. Und dann sind wir clear. So könntet ihr zum Beispiel dann auch eine Art Linux-Kanal aufbauen. Voraussetzung wäre natürlich, ihr beherrscht die Sprache. Wenn ihr zum Beispiel super gut Türkisch könnt oder Spanisch könnt oder Italienisch könnt oder wie auch immer, dann könnt ihr das durchaus machen. Ihr werdet dann bemerken, dass ihr wahrscheinlich sehr viele Zusprüche bekommt. Also ich merke es an meinem Kanal, weil er halt auf Deutsch ist, weil er halt in der Landessprache ist, bekomme ich ziemlich viele Nutzer und Abonnenten. Macht ihr das gleiche dann vielleicht auf Französisch, Englisch, Spanisch, wie auch immer. Vielleicht auch Russisch, Polnisch. Es gibt so viele Sprachen, Indisch vielleicht. Dann sollte sich euer Kanal entsprechend ändern. Gegebenenfalls für diesen Test mal einen anderen Account anlegen, einen neuen Kanal einlegen zum Testen. Verwendet dabei bitte aber nicht den Namen The Rack Runner, sondern irgendetwas anderes, was mit mir nichts zu tun hat, damit man uns noch unterscheiden kann. Gut, Voraussetzung wäre natürlich, ihr kennt euch mit dem entsprechenden Thema aus, nämlich dem Thema zu dem Video, das ihr dann entsprechend hochladet, denn die Leute werden euch Fragen stellen. Ja, also es langt dann nicht zu sagen, naja gut, ich habe das doch nur nachgesprochen, wenn du Fragen hast, dann guck doch auf dem Originalkanal nach. Dann fragen mich die Leute auf Russisch, wie das denn jetzt mit Linux Mint geht oder wie auch immer. Das wäre dann nicht Sinn der Sache. Also erstens, ihr solltet die Sprache dann so gut beherrschen, dass ihr glaubt, dass ein Re-Upload sich lohnt. Zweitens solltet ihr euch dann mit dem Thema des entsprechenden Videos auskennen, damit ihr die Fragen beantworten könnt. Und drittens wäre es vielleicht nicht verkehrt, ein gewisses Durchhaltevermögen zu haben, wenn ihr das dann wirklich eine Zeit lang machen wollt. Es würde mich freuen, wenn es eine quasi englische Kopie meiner Videos gäbe. Dann könnte ich entsprechend darauf verweisen, würde das super gut laufen, gegebenenfalls auf meinem Kanal in die entsprechenden Kanäle, empfohlene Kanäle aufnehmen. Gut, gerne auch. Ich habe mindestens 7% weibliche Zuschauer, wobei die Dunkelziffer recht groß ist, weil manche weibliche User sich dann lieber als männliche User einloggen oder ausgeben. Ihr habt ja auch das Recht auf Anonymität, damit sie nicht belästigt werden.
gerne auch mit weiblicher Stimme, das kommt bestimmt super gut an, traumhaft. Französisches Mädel, das sich super gut mit Linux auskennt, das meine Videos nachspricht. Und entsprechend würden wir uns dann gegenseitig verlinken auf dem Kanal, dann wäre alles in Butter, ist doch wunderbar. Gut, Linux ist ja Open Source und quasi ähnlich sollten wir dann auch mit den Videos zu Linux umgehen, damit die Community größer wird, nämlich dann in der Landessprache eurer Wahl. Jetzt kommt es natürlich vor, 10 Leute wollen jetzt englische Videos machen, manche halten es durch, manche nicht, manche sind gut, manche sind nicht so gut. Macht doch dann hier zu diesem Video mal ein Testvideo, wie ihr euch das vorstellt. Und dann bewerten die User meines Kanals die entsprechenden Videos, ob das gut ist oder schlecht ist oder wie auch immer. Dann werdet ihr schon merken, ob ihr das dann auf Dauer machen wollt oder nicht, wie es ankommt oder nicht. Also besser als meine Stimme werdet ihr wahrscheinlich sowieso sein. Meine Raucherstimme. Gut, macht doch mal einen Versuch, dieses Video auf eure spezielle Sprache zu übersetzen, wie das ankommt, und meine Abonnenten bewerten das bitte mal ganz neutral. Wirklich, da kommt es ja jetzt nicht auf den Inhalt dieses Video an. Hier ist ein mehr oder weniger nur Standbild. Und hört euch die Stimme an, wenn euch das gefällt, wenn ihr denkt, das hört sich gut an und ihr seid auch Landsmann dieser Sprache, dann bewertet das gut, die Leute wissen, das macht denen dann vielleicht Spaß und vielleicht besucht ihr dann auch deren Kanäle und wie auch immer. Und vielleicht machen die auch später mal einen ganz anderen Kanal daraus und machen ihren eigenen Kanal. Wäre doch toll, dann wäre ein neuer Linux-Kanal zum Beispiel für Französisch oder wie auch immer. Fände ich gut. Aber wie gesagt, so ein bisschen die Spielregeln einhalten, einfach das nachgesprochene Video als Videoantwort zu dem geklonten Video, sag ich jetzt mal, machen. Gut, am Anfang würde ich sagen, wir nehmen erstmal nur die Creative Commons Videos. Die Videos, die ich als Creative Commons gekennzeichnet habe. Das seht ihr jedenfalls nicht sofort, wenn ihr auf meiner Kanalseite seid. Ihr solltet dann entsprechend dem Link folgen und mal schauen, ist das als CC gekennzeichnet oder nicht. Zum Beispiel dieses Video habe ich als CC gekennzeichnet. Das seht ihr, wenn ihr diesem Link folgt, dann seht ihr darunter ein entsprechendes Symbol. Und kleiner Hinweis noch, also mit dem YouTube-Video-Editor wird das wahrscheinlich nicht hinhauen, da könnt ihr, glaube ich, nur Audio-Tracks verwenden, die YouTube schon vorgibt. Wie man so eine Kopie vom Video macht, habe ich schon mal gezeigt. Wie man die Tonspur löscht, habe ich schon gezeigt. Und wie man die durch seine eigene ersetzt, die dann natürlich genauso lang sein sollte wie das Originalvideo. Habe ich im Prinzip auch schon alles gezeigt. Also ihr solltet euch mit Linux auskennen, nicht nur um diese Videos zu klonen, sondern auch um die entsprechenden Fragen zu beantworten, um das Ganze hier auf Dauer durchzuhalten. Ne? Dann vielleicht die ersten Versuche mal als privat und mir schicken und sag mal, kann ich das hochladen oder nicht. Zu diesem Video könnt ihr natürlich jede Art Videoantwort hochladen. Die Community soll da mal gucken, was denen sinnvoll erscheint. Seid nicht zu enttäuscht, wenn dann ein paar negative Daumen runter oder wie auch immer kommen. Nicht alle Bewertungen sind immer fair, das ist wie im richtigen Leben. Ich habe auch viele negative Bewertungen, das ist vollkommen normal. Manche nur, weil sie Englisch sprechen, auf ein deutsches Video geraten oder weil ihnen die Stimme nicht gefällt oder weil sie sowieso alles besser wissen, was durchaus möglich ist. Denn es gibt eigentlich keinen wirklichen PC-Experten, der alles weiß. Wer denkt, er weiß alles, ist wahrscheinlich kein Experte. Und so ordne ich mich auch ein. Ich glaube nicht, dass ich alles weiß. Und möchte das auch so festhalten. Gut, also wie gesagt, probiert mal aus. Macht mal ein Remix. Lasst den Inhalt des Videos gleich, sprecht das in eurer Landessprache nach und postet das als Videoantwort zu diesem Video und die Community entscheidet dann, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, und ihr macht euch einen nicht so großen Kopf, wenn mal viele Daumen runter sind. Der erste Versuch ist vielleicht nicht der beste. Wenn ihr vielleicht ein Mädel seid, ihr habt eine super Stimme, aber ihr sagt, mit der Technik bin ich mir nicht ganz einig, ich habe vielleicht einen Freund,
der macht vielleicht die Technikgeschichte mit dem Hochladen und ihr sprecht nur. Oder umgedreht, der Freund hat eine super Stimme und hat überhaupt keine Ahnung von Linux. Dann macht ihr für ihn die Bearbeitung des Videos, Hochladen, Runterladen, Editieren. Und er spricht dann in seiner Sprache, zum Beispiel Italienisch. Amore. So, ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Jetzt bin ich mal gespannt, was hierauf folgt. Ach du liebe Zeit. Und tschüss.